willkommen bei einem weiteren Video für unseren Channel B-Par Gaming und willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp. Heute haben wir etwas für die Defensive und es geht um lange, hohe Steilpässe. Schon seit jeher, seit Jahren in FIFA ein Problem für viele. Und ja, dieses Jahr ein bisschen abgeschwächt, dennoch gibt es immer noch Situationen, wo sie gefährlich sein können. Ich möchte euch heute eine Technik vorstellen, wie man lange Pässe verteidigt. Die Szenen laufen auch schon im Hintergrund, wo die Technik gezeigt wird. Es geht aber hier nicht darum, den langen Pass zu verhindern, sondern wie man sich verhält, wenn der lange Pass durchgekommen ist. Dafür haben wir zwei Szenen vorbereitet. Wir steigen jetzt gleich ein in die erste Szene. Und hier haben wir jetzt eine Situation, wo der Gegner den Gegenangriff über einen langen Pass einleiten kann. Hier halten wir jetzt mal die Situation an und wir sehen jetzt hier ein 1 gegen 1 zwischen Angreifer und Verteidiger. Ein Laufduell um den langen Pass, um den langen Ball. Und jetzt gibt es quasi zwei Optionen, die wir haben. Die erste Option, und das ist letztendlich, was ich nicht raten werde, ist, dass man hingeht zu diesem Ball. Denn was möchten wir erreichen? Wir möchten mit unserem Verteidiger den Ball wegspielen, bevor der Angreifer an den Ball kommt. Da gibt es dann zwei Optionen. Entweder wir kriegen ihn zum Beispiel weggespielt, das ist das Beste, was passieren kann. Wir können ihn zum Beispiel wegköpfen zu einem Mitspieler. Dann hat man aber zum Beispiel auch häufig das Problem, dass der Verteidiger gar nicht an den Ball rankommt. Das kann hier zum Beispiel passieren. Man sieht, der Ball ist sehr lang und noch sehr hoch in der Luft. Wenn man ihn hier jetzt probiert zu köpfen, kann es passieren, dass man dabei total scheitert, nicht mal an den Ball rankommt oder vielleicht nur so ein bisschen rankommt und den Ball dem Gegner auflegt. Was haben wir dann erreicht? Wir haben den Verteidiger nicht mehr da und der Gegner ist durch und kann ein Tor erzielen. Und das andere, was passieren kann, ist, dass wir den Ball vielleicht annehmen und ihn nicht rechtzeitig weggespielt bekommen. Angreifer kann uns den Ball dann rausspielen und ist dann auch durch und kann auch ein einfaches Tor erzielen. Aus diesen Gründen quasi empfehle ich nicht, zu dem Ball zu gehen, sondern genau das Gegenteil zu machen. Bleibt von diesem Ball weg und lasst den Gegenspieler, den Angreifer, den Ball annehmen. Das sehen wir jetzt hier, wenn wir die Szene weiterlaufen lassen, der lange Ball kommt. Und jetzt sehen wir hier in Slow Motion, wie quasi der Ball anfängt zu springen, weil so ein hoher Ball ist schwer anzunehmen. Das heißt, der springt dann nochmal so 1 bis 2 Meter locker vom Fuß weg. Und genau das ist dann die Situation in der Verteidigung, wo wir raufgehen können. Denn der Angreifer kann jetzt nicht mehr reagieren. Er hat den Ball nicht unter Kontrolle, er hat ihn angenommen, aber der Ball ist weggesprungen. Jetzt können wir als Verteidiger draufgehen und diesen Ball rausspielen. Was ich hier noch zusätzlich mache, ist, dass ich L2 drücke. Das bedeutet, dass mein Verteidiger in Sidesteps, in den Verteidigungsmodus reingeht. Auf der Xbox ist das die LT-Taste. Dadurch erhöhen wir ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Ball rausspielen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Ich habe sie aus Reflex gemacht. Sieht man aber jetzt hier dann ganz einfach, wie ich drauf gehe. Der Ball ist am Springen. Der Ball ist nicht unter Kontrolle des Angreifers. Und wir konnten so ganz, ganz einfach den Ball rausspielen. In der zweiten Szene ist es hier ähnlich. Der Gegner kombiniert sich am Anfang durch, spielt jetzt hier den langen Pass auf die Außen. Und jetzt in dieser Situation halten wir das Ganze mal an, denn das ist der Moment, wo wir uns jetzt quasi entscheiden müssen, gehe ich mit meinem Verteidiger aktiv auf diesen Ball, probiere ich ihn abzufangen oder lasse ich erstmal den Angreifer den Ball annehmen. Und hier ist es ähnlich wie auch in der Szene davor, der Ball ist sehr lang, sehr weit, beide müssen noch einen weiten Weg gehen, um diesen Ball zu erreichen. Und das hat zur Folge, dass es auch dann erstmal schwerer ist, diesen Ball überhaupt zu erreichen und zu kontrollieren. Und deswegen möchte ich dieses Risiko nicht gehen, wenn ich beim Draufgehen nicht an den Ball richtig rankomme, dass dann mein Verteidiger wegfällt in der Defensive. Der Angreifer ist dann durch, hat sehr, sehr viel Freiraum auf den Außen, kann direkt auch Druck auf das Tor oder Gefahr auf das Tor erzeugen oder kann vielleicht nochmal die Flanke machen, je nachdem. Und genau deswegen entscheide ich mich dann, wegzugehen von diesem Ball. Ich möchte ihn nicht erreichen. Das sieht man auch durch den kleinen Knick, den ich nach innen mache. Danach sehe ich, dass der Angreifer den Ball annimmt, der Ball am Springen ist und ich danach raufgehen kann, um diesen Ball rauszuspielen. Einfacher geht es quasi gar nicht, diesen Ball zu erobern und danach kann ich ihn kontrollieren und kann danach wieder meinen Gegenangriff sicher aufbauen. Das war der heutige Quick-Tipp, wie ihr lange Pässe abwarten verteidigt, erst den Angreifer an den Ball kommen lassen, weil ihr danach leicht den Ball rausspielen könnt. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Ihr könnt gerne Feedback in den Kommentaren da lassen, ob das der Fall ist. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über einen Daumen hoch. Und ihr könnt auch weiterhin gerne Vorschläge für Quick-Tipps machen, wenn ihr was entdeckt habt, was euch weitergeholfen hat. Oder wenn ihr Vorschläge habt, wo ihr auch Probleme habt, vielleicht können wir dann weitere Quick-Tipps auch in die Richtung produzieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Auch nicht schlecht von ihm. Was ist denn hier los? Ja! Ist klar!